tell me I'm awesome, yeah. Hey YouTube, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und heute beschäftigen wir uns mit den besten Formationen in FIFA 22. Das Spiel ist am Freitag offiziell rausgekommen und eine Masse an Spielern ist noch dazugekommen. Und dann fragt man sich, ey, was soll ich für eine Formation spielen? Was ist empfehlenswert in FIFA 22? Und die beliebteste Frage eigentlich, die man im Chat immer gestellt bekommt, wenn ich streame, ist: Ey Stylo, was ist die beste Formation? Ich werde euch heute im Video 5 Formationen vorstellen und zu jeder Formation auch eine Taktik mit an die Hand geben. Könnt ihr gerne mal austesten und gucken, was euch am besten passt. Und wenn es euch gefällt, lasst dem Video gerne einen Daumen hoch da. Dankeschön auch für den Support auf den letzten beiden Videos. Extrem kranker Support. Und gerne auch ein Abo da lassen, ist kostenlos. Und die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und bevor wir jetzt loslegen, will ich eine Sache sagen. Es gibt die beste Formation nicht. Die beste Formation ist eine persönliche und individuelle Sache. Es kommt darauf an, mit welcher Formation du selbst am besten klarkommst. Wenn es die beste Formation im Allgemeinen geben würde, würde jeder mit der Formation spielen. Und das tut es nicht. Es gibt einen kleinen Pool an Formationen, die fast alle nutzen. Aber nur eine einzige Formation, die die beste ist, gibt es nicht. Ja, ich zeige euch heute 5 Formationen, die die beliebtesten Formationen sind und versuche auch zu sagen, warum sie so beliebt sind. So, und dann sind wir jetzt hier im Squad Builder mit drin. Wir haben jetzt hier einfach im Hintergrund mal die 4-2-3-1 Formation genommen. Ich werde euch gleich, wie gesagt, 5 Formationen vorstellen mit jeweils einer Taktik dazu. Und es wird in den Kommentaren bestimmt die Frage geben, ey Stylo, kann ich die und die Formation auch mit der und der Taktik spielen? Ja, das sind hier alles nur Vorlagen, die ihr gerne nutzen könnt und auch kopieren könnt. Aber an denen ihr selbst auch rumschrauben sollt. Ja, wenn irgendwas nicht passt, wenn ihr irgendwie merkt, okay, ich bin damit zu offensiv, dann schraubt ein bisschen an den ganzen Stellen rum, also irgendwie die Breite runter machen oder an den Taktiken etc. pp. Diese Formation ist keine hundertprozentige Vorgabe, es dient nur als Orientierung und als Vorlage. Wichtig ist bei der Formationsfindung, dass man sich im Klaren ist, mit was man der Formation, also dass man schon so ein taktisches Verständnis hat und mit was man Formation man spielen will. Will man mit 2 Stürmern spielen? Will man nur mit einem Stürmer spielen? Will man mit 3 Verteidigern spielen? Will man mit 5 Verteidigern spielen? Etc. pp. Das sollte einem schon klar sein. Und auch ganz wichtig, testet. Testet mehrere Formationen, weil wenn ihr nicht die anderen Formationen auch mal testet, werdet ihr nicht wissen, ob die Formation besser sogar klappt oder eine Bestätigung dafür, dass die Formation, die ihr davor gehabt habt, doch die bessere war. Also testet es ruhig rum, nimmt Niederlagen, dafür muss man auch Niederlagen in Kauf nehmen, aber nur so kommt man weiter. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mit der ersten Formation heute im Video an. Und das ist keine Rangliste. Ich nehme die 5 Formationen, die ich euch heute vorstelle, einfach hintereinander weg. Und das bedeutet nicht, dass die Formation, die ich euch als erstes vorstelle, die 5 beste ist und die, die zuletzt kommt, die beste. Nein, es sind einfach 5 Formationen, die sehr stark sind und die ich euch vor allem für den Start in FIFA 22 empfehlen kann. Und wir fangen mit dem 4-2-2-2 an. Ja, die 4-2-2 ist eine sehr starke Formation, vor allem durch die beiden Sechser. Es ist ähnlich zum 4-2-3-1, nur dass man halt hier eine weite Spitze hat. Also für diejenigen, die halt mit dem 4-2-3-1 defensiv ganz gut klarkommen, aber irgendwie sagen, ey, ich will doch einen zweiten Stürmer haben, für die ist hier das 4-2-2 gut geeignet. Vor allem stehen die 2 ZOMs, ja, die auf dem Blatt Papier ZOMs sind, aber im Spiel so ein Mix aus Flügel und Stürmer. Die stehen ein bisschen mehr mittig. Die stehen eigentlich perfekt, um ja, die Finesse-Schüsse rauszuhauen, die in FIFA 22 so gut sind. Also sprich, auf der linken Seite sollte man auch dieses Jahr eher einen Rechtsfuß haben und auf der rechten Seite eher einen Linksfuß, damit man schön auf diese Finesse-Schüsse gehen kann, die ja sehr effektiv sind. Und zur Taktik, ausgeglichen, 50 Breite, 50 Tiefe, gehen wir einfach mal schnell auf durch. Aufbauspiel ausgeglichen, Chancenbearbeitung läuft in die Spitze. Wieso ich das so gut finde, habe ich in meinem letzten Formation Guide auch mal erklärt, wo ich meine persönliche Taktik vorgestellt habe, zur 4-1-2-1-2, das ist die, die ich hauptmäßig spiele. Ist mein Favorite aktuell und deswegen habe ich das hier mit drin. Breite auf 50, Spieler im Strafraum auf 6. Ecken auf 3 und Freistöße ebenfalls auf 3. Anweisungen. Die beiden Stürmer Standard, die beiden Flügelspieler Standard. Da habe ich nichts gemacht. Ich finde, durch die Anweisung bzw. durch die Chancenbearbeitung läuft in die Spitze, positionieren sich die Offensivspieler schon sehr nice und deswegen habe ich da keine zusätzliche Anweisung für nötig gehalten. Dann die beiden Sechser.
Beide kriegen auf jeden Fall Mitte abdecken und der etwas defensivere Sechser, die meisten spielen ja immer so eine Kombination aus Kanté und Pogba, Kanté und Bruno oder so, also in etwas spielstärkeren Sechser. Der spielstärkere Sechser, der kriegt halt nur Mitte abdecken, der Defensive kriegt noch zusätzlich hinten bleiben bei Angriffen und die beiden Außenverteidiger kriegen hinten bleiben bei Angriffen. Der Keeper bei jeder Formation kriegt immer Flankenfänger. Ja, ich habe auch jetzt hier im FIFA 22 wieder festgestellt, dass die Keeper teilweise bei Flanken auf der Linie kleben bleiben, selbst bei Flanken, die in den Fünfer reinkommen, außer bei Ecken. Bei Ecken fangen sie alles ab, was in den 16er reinkommt, aber bei normalen Flanken sind die Keeper ein bisschen lost und deswegen Flankenfänger, damit sie wirklich auch rauskommen, weil wenn sie rauskommen und den Ball bekommen können, dann pflücken sie den auch runter und forsten den nicht weg oder sonst was. Und deswegen Flankenfänger, bei jeder Formation Flankenfänger auf den Keeper. Das ist das 4-2-3-2. Eine ausgeglichene Formation. Man steht defensiv durch die beiden Sechser sehr gut. Und man hat vier Offensivspieler, mit denen man gut Damage machen kann. Zusätzlich halt genau auf den Positionen, die halt gefährlich sind für Finesse-Schüsse, hat man zwei Spieler besetzt. Mit dem LOM und mit dem ROM. Könnt ihr auf jeden Fall gerne mal austesten. Wichtig ist hierbei auch, dass ihr bei dem LOM und ROM nicht Spieler nimmt, die halt als Zehner geeignet sind, sondern eher schon Flügelspieler. Sowas wie Salah, Mané etc. pp. Und nicht sowas wie Foden oder sonst was. Oder Mkhitaryan oder so. Also wirklich reine Zehner. Da müssen eigentlich Flügelspieler hin auf die beiden Positionen. Dann die nächste Formation ist das 4-4-2 in der zweiten Variante. Ich habe hier bewusst die mit den beiden Sechsern genommen, damit man halt noch ein bisschen kompakter steht, ein bisschen defensiv die Mitte eher zumacht und das macht halt einen Unterschied, ob es Sechser sind oder Achter von der Positionierung her und dementsprechend habe ich hier das 4-4-2 in der zweiten Variante genommen. Der Unterschied hier ist zum 4-2-2, dass die beiden Flügelspieler schon eher auch wie Flügelspieler dementsprechend agieren und etwas breiter stehen, weiter außen und so kann man das Spiel breiter aufziehen, was auch nicht verkehrt ist, weil dadurch zieht man das Spiel des Gegners auseinander, sprich er muss breiter verteidigen und das wiederum verschafft auf anderen Positionen auf dem Spielfeld Raum. Und diesen Raum gilt es dann auszunutzen und dort reinzuspielen und kann man halt sehr gerne gegen Formationen spielen, die eng verteidigen. Wenn ihr merkt, der Gegner verteidigt eng, könnt ihr hier auch 4-4-2 gehen, das Spiel breit aufziehen und den Gegner so unter Probleme stellen. Taktik zu dieser Formation, ausgeglichen. Breite auf 50, Tiefe auf 60. Man will halt mit beiden Viererketten schön etwas aufgerückter sein und das Spiel eng machen, um halt auch das Gegenpressing am Start zu haben. Und deswegen Tiefe etwas höher. Aufbauspiel ausgeglichen, Chancenbearbeitung, Läufe in Spitze habe ich, glaube ich, bei allen Formationen drin. Spiel am Strafraum auf 5, Ecken und Freischuss auf 3. Und das ist das 4-4-2 von der Taktik her. Kommen wir noch zu den Anweisungen. Die beiden Stürmer auf Standard, die beiden Flügelspieler auf Defensiv verstärken, weil beim 4-4-2 willst du halt einfach wirklich, dass sich diese beiden Viererketten bilden in der Rückwärtsbewegung. Die beiden Stürmer werden eher vorne stehen bleiben. Und damit sich diese Viererketten auch bilden, sollte man den beiden Flügelspielern sagen, defensiv verstärken, damit die auch zurücklaufen. Jetzt ist natürlich die Frage, warum hast du beim 4-2-2 nicht gemacht? Beim 4-2-2 ist es halt so, dass du halt nicht diese zweite Viererkette vor der Viererkette bilden willst, sondern die zwei ZOMs, die lassen sich in der Rückwärtsbewegung eher in diesen Zwischenraum fallen. Und dementsprechend ist das dann eine andere Sache. Deswegen hier defensiv verstärken auf den beiden Flügeln. Die beiden Sechser genau dasselbe wie beim 4-2-2-2. Der eine kriegt nur mit abdecken und der andere mit abdecken und hinten bleiben bei Angriffen. Und die beiden Außenverteidiger hinten bleiben bei Angriffen und der Keeper Flankenfänger. Das ist das 4-2-2-2. Kommen wir dann zur 4-2-3-1. Und das ist so meiner Meinung nach die Formation für Leute, die wirklich ins Spiel reinfinden wollen. Für Anfänger, eigentlich eine Formation aller Klassen. Das kann wirklich derjenige spielen, der zum allerersten Mal FIFA spielt, also wirklich der absolute Anfänger, aber auch ein Top-Profi kann mit dieser Formation spielen und sie wird sogar auf Profiniveau genutzt. Und deswegen ist das die Formation, die ich am ausgeglichensten von allen finde. Wenn man jetzt jemand sagt, okay, ich kann gut verteidigen, ich bin offensiv auch ganz gut, so. Ich bin ein Balance-Spieler, dann ist das die Formation to go, weil man einfach defensiv gut steht, durch die Viererkette, durch die beiden Sechser davor dann und in der Offensive hat man halt die vier Spieler mit dem Stürmer und den drei ZOMs mit LOM, ROM und mittleren ZOM. Ist einfach die Formation, die am balancen ist und deswegen seht ihr auch hier, die Taktik ist auch fast komplett ausgeglichen. Ausgeglichen im Defensivstil, Breite auf 50, Tiefe
Einfach nur für ein bisschen, weil kann man eigentlich auch 15, ob das jetzt viel Sinn macht, ob das einen großen Unterschied macht, ob man 55 oder 50 hat, ist egal, ich hatte einfach auf 55. Dann Aufbauspiel Spiel ausgeglichen, Chancenbearbeitung ausgeglichen, Breite 50, Spieler im Strafraum auf 5, Ecken und Freischüsse auf 3. Und bei so ist das, by the way, in-game ausgelistet. Also, wir haben ja den Squad-Builder, das ist der Squad-Builder. Hier denkt man, das ist eine ziemlich enge Formation vorne drin, weil die drei ZOMs so eng beieinander aufgelistet sind. Aber wenn man jetzt hier in die individuelle Taktik geht und sich die Formationen hier auf dem Spielfeld anguckt, dann sieht man schon, dass die äußeren, also der LOM und der ROM, ziemlich weit auseinander stehen. Wie beim 4-2-2 eigentlich. Eher so Flügelspieler. Und dementsprechend sollte da auch eher die Position mit Flügelspielern wieder besetzt sein. Also wieder mit Spielern wie Mané, Salah, etc. pp. Und nicht irgendwie sowas wie Grealish oder Foden oder James Rodriguez oder sowas. Ne? Also so, da müssen wirklich Spieler mit Pace hin, mit einem vernünftigen Schuss, weil auch die den hier wieder optimal für diese Finesse-Schüsse. Also auf links wieder ein Rechtsfuß hin, auf rechts wieder ein Linksfuß hin. Und so stellt man das 4-2-3-1 auf. Anweisungen, der Stürmer alles auf Standard, der ZOM auch auf Standard und die beiden äußeren ZOMs ebenfalls. Also wieder alles auf Standard bei den vier Offensivspielern. Dann die beiden Sechser. Man kennt das Spiel, Mitte abdecken kriegen beide. Der eine kriegt, ich merke, ich habe hier einen Fehler gemacht, nicht passive Zustände, sondern hinbleiben bei Angriffen. Also das ist dasselbe Spiel wie immer. Und die beiden Außenverteidiger hintenbleiben bei Angriffen. Und das sind die Anweisungen zum 4-2-3-1. Das ist nicht viel Variation, es ändert sich auch nicht viel, Freunde. Aber das muss es auch nicht, ja. Das ist, gilt nur als Vorlage, mit der man arbeiten soll. Und wenn ihr eine dieser Formationen, wie gesagt, nutzt und testet, dann spielt ruhig damit rum. Wenn ihr irgendwie merkt, okay, ich stehe jetzt doch ein bisschen zu offensiv, dann gebt halt nochmal eine zusätzliche Anweisung auch vielleicht auf den anderen Sechser, dass er hinten bleiben soll. Oder vielleicht mal auf den äußeren ZOMs, dass sie die Defensive verstärken sollen. Kann man ja mit rumexperimentieren und rumspielen. Und dann kommt jetzt hier meine Formation, die meine persönliche Lieblingsformation aktuell im FIFA 22 ist. Da habe ich auch nochmal ein extra Video zu rausgehauen. Wer sich das nochmal im Detail genauer angucken will, kann das ja gerne machen. Ist mein letztes Video gewesen. Das ist die enge Raute. Ja, eine Formation, die halt wirklich darauf bedacht ist, durch die Mitte zu kommen. Ich persönlich spiele die Formation als etwas offensiver, weil ich mich nicht nur auf die Mitte festlegen will. Und wie ich das mache, werdet ihr gleich bei den Anweisungen sehen. Auf jeden Fall ausgeglichen, 50-50, ausgeglichen, Läufe in die Spitze, 50 bei der Breite. Spielen wir im Strafraum auf 6, Ecken und Freischüsse auf 2. Und dann meine Anweisungen. Die drei Stürmer vorn bleiben. Also die beiden Stürmer plus ZOMs vorn bleiben. Merkt ihr schon, das wird hier schon etwas offensiver. So kann man auch das Spiel schnell, schnell umschalten, sobald man den Ball gewonnen hat. Dann der etwas offensivere Achter. Ich habe halt gerne einen Box-to-Box-Achter, sage ich mal, und einen etwas offensiven Achter. Der kriegt nur Mitte abdecken, sonst keine zusätzliche Anweisung. Und der andere Achter kriegt hintenbleiben bei Angriffen und Mitte abdecken. Der Sechser kriegt hintenbleiben bei Angriffen und auch Mitte abdecken, nicht Flügel abdecken. So, müssen wir das nochmal kurz ändern. Und jetzt merkt ihr, warum ich diese Formation offensiver spiele. Und warum ich auch bei der Formation die Breite nutzen möchte. Und zwar habe ich hier auf meinen äußeren, auf meinen Außenverteidiger. Und hier kommt es halt darauf an, welcher von euren beiden Außenverteidigern der offensivere Part sein soll. Bei mir ist zum Beispiel, ich habe Davis und auf der anderen Seite Cafu. Und ich will halt, dass Davis der offensivere Außenverteidiger ist. Und deswegen kriegt mein Linksverteidiger mit Angreifen. Wenn ihr aber eine andere Kombination habt, wenn ihr zum Beispiel, was nehmen wir denn? Mondi und Cancelo habt. Ja, also links Mondi und rechts Cancelo. Und ihr wollt aber, dass Cancelo sich mehr in die Offensive einschaltet als Mondi. Dann geht er natürlich dem Rechtsverteidiger mit angreifen und dem Linksverteidiger ausgeglichen, ja, ausgewogener Angriff. So habe ich nämlich auch eine gewisse Breite im Spiel und gebe dem Gegner oder mache es dem Gegner nicht leicht, sich auf mich einzustellen. Weil wenn ich das nicht machen würde, wenn ich hier sagen würde, die beiden sollen hinten bleiben bei Angriffen, dann weiß der Gegner Bescheid, okay, der wird nur durch die Mitte spielen, weil die Außenpositionen nicht besetzt sind. So aber sind die Außenpositionen auch besetzt. Der Gegner muss sich zusätzlich darum kümmern. Und dementsprechend bin ich halt deutlich gefährlich. Aber man muss auch dazu sagen, wenn man nicht darin geübt ist, wird man am Anfang sehr, sehr viele Konter gegen sich bekommen. Das ist auf jeden Fall eine Übungssache. Deswegen sage ich mal, so wie ich diese Formation hier vorgegeben habe, ist das schon etwas für fortgeschrittenere Leute.
Und dann kommen wir zu einer fünften Formation, die in FIFA 21 nicht dabei wäre, in meiner persönlichen Top 5. Dieses Jahr aber schon, weil sie sehr nice ist. Auch eine offensive Formation. Auch hier haben wir ein bisschen Änderungen, was die Taktiken angeht. Das ist das 4-3-2-1. Und auch hier haben wir wirklich alle Möglichkeiten, entweder durch die Mitte zu spielen oder halt durch über die Außen. Die beiden äußeren Stürmer stehen halt auch hier wieder perfekt für die Finesse-Shots, ja. Für die Schnellshots oder man kann halt auch einfach mal durchziehen und eine Flanke bringen, was ja auch nicht verkehrt ist in FIFA 22. Also auch hier alles möglich in der Offensive. Und dann ausgeglichen Defensivstil, Breite 50, tief auf 60. Man interpretiert diese Formation offensiver. Ich will höher stehen. Wichtig ist bei sowas, wenn ihr hoch stehen wollt, dass ihr auch schnelle Verteidiger habt. Aufbauspiel, jetzt hier langer Ball. Ihr werdet gleich auch sehen, warum. Die Anweisungen sind nämlich dafür ausgelegt. Und dann Chancenbearbeitung wieder läuft in die Spitze. Breite auf 50, Spieler im Strafraum auf 6, Ecken und Freistöße auf 3. Und dann kommen wir zu einer Anweisung. Die drei Spieler vorne, die kriegen nämlich vorne bleiben. Ja, und deswegen langer Ball und läuft in die Spitze. Und die bewegen sich von der CPU dann so geil. Probiert es einfach aus. Wirklich eine coole Kombination aus langer Ball und läuft in die Spitze. Kann man auch wirklich mal einen schönen langen L1-Dreieckball über die komplette erste Pressinglinie und übers Mittelfeld des Gegners spielen. Auch in den Rücken der Abwehr klappt sehr gut. Dann haben wir bei den drei ZM-Spielern Mitte abdecken. Ja? Alle drei kriegen Mitte abdecken. Und der defensivste von den dreien, ähnlich wie bei der engen Raute, steht zentral und kriegt hinten bleiben bei Angriffen. Und die beiden Außenverteidiger ebenfalls sind bei Angriffen. Hier braucht man nicht zwingend offensive Außenverteidiger, weil man eine gewisse Breite in dieser Formation mit drin hat. Man kann es natürlich überall, bei jeder Formation auch machen, dass man offensive Außenverteidiger hat, um den Gegner noch mehr unter Druck zu setzen. Ist aber nicht zwingend notwendig. Ich finde, bei der engen Raute habe ich es gemacht, weil man sonst zu eingeschränkt über die Mitte ist. Bei allen anderen Formationen hat man selbst die Wahl. Man hat Variationen, man hat Möglichkeiten über die Mitte als auch über Außen. Und deswegen bei den anderen Formationen überall bei den Außenverteidigern hinten bleiben wir angegriffen. Und der Torwart natürlich, wie bei jeder Formation, auf Flankenfänger. Und das sind fünf Formationen zum Start von FIFA 22. Wenn ihr merkt, hey, okay, die eine Formation, die fand ich sehr interessant, dann probiert es gerne aus. Testet es auch gerne mit der Taktik. Wenn ihr merkt, okay, hier und da, da muss ich was umstellen, dann macht es auch. Das ist möglich, das ist nicht verboten. Und jetzt werden sich einige fragen, ey, Style, aber ich will das 4-2-3-1 spielen, aber ich kriege die Spieler da nicht eingebaut. Kein Problem, Freunde, deswegen gibt es ja bei der individuellen Taktik mehrere Slots, die ihr nutzen könnt. Dann startet einfach, wenn ihr zum Beispiel im 4-2-3-1 spielen wollt, startet einfach hier mit dem 4-4-2 oder was auch immer ihr benötigt oder 4-3-3 der dritten, um euer Team zu linken und stellt eine Taktik auf defensiv, offensiv, was auch immer mit euren präferierten Formationen und switcht in-game mit dem Steuerkreuz einfach drauf. Das ist kein Problem, das ist möglich, das ist ein kompletter Anfängertipp, aber kann ja sein, dass es einige nicht wissen und denen ich jetzt eventuell damit weitergeholfen habe. Ansonsten, wie gesagt, sind wir am Ende des Videos angekommen. Lasst ein Video gerne einen Daumen hoch da. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt ihr auf jeden Fall unten in die Kommentare. Und über ein Abo sowie die Glocke aktivieren, würde ich mich freuen. Ich bin raus, peace out und ciao.